Caravansalon Düsseldorf 2023 neben mir der Janosch. Hallo Janosch. Hi. Du bist Vertreter von Solifer und Polar und möchtest uns hier jetzt das Modell Emotion vorstellen. Ein teilintegriertes Reisemobil. Ja, erzähl mal mehr. Ja, das ist der 47 FQ. F steht für ein französisches Bett in der Mitte. Also wir haben ein Hubbett drin. Und natürlich Q für Queensbett zum Kuscheln. K wie Kuscheln. Oder Q. Kam jemand gestern auf die Idee. Kuscheln. Kuscheln, ja. Und ja, wir haben Solifer im Programm. Also jetzt neu auch hier in Deutschland. Das ist eine alte Traditionsmarke aus den 50ern, die Polar wieder aufleben ließ. Mhm. Und Polar vertreibt Solifer als Reisemobil. Ja, wir haben schon gesehen, Polar feiert 2024 60 Jahre Polar. Es gibt spezielle Sondereditionen, die wir euch auch schon gezeigt haben. Oder ja, wir haben ein Video drüber gedreht. Falls euch das Modell interessiert, dann schaut auf jeden Fall in weitere Videos von German Television rein und abonniert bestenfalls, dann bekommt ihr unsere Videos ganz frisch auf die YouTube-Startseite. Aber jetzt nochmal zum Fahrzeug. Ich sehe, wir haben hier auch nochmal eine Außenklappe. Wir haben eben schon gesehen, dass das Fahrzeug serienmäßig keine Handbremse hat, weil wir immer elektrische Parkbremsen serienmäßig drin haben. Die Serienausstattung beinhaltet alles, also auch diese Klappe hier hinten. Also eine Serienvollausstattung sozusagen. Immer Serienvollausstattung, inklusive Versicherung, Campingplätze, alles. Ja, wir haben schon Vanside kennengelernt. Wenn ihr euch einen Solifer kauft, dann bekommt ihr den Jahrespass gratis dazu. Da gibt es über 3000 Stellplätze, die ihr euch da aussuchen könnt. Eine coole Aktion, auch darüber haben wir ein Video gedreht. Schaut unbedingt mal rein. Und hier, die Gasflaschen. Die Gasflaschen barrierefrei, natürlich die Duo Control serienmäßig mit Crash-Sensor. Hier noch die Hähnchen für die, die Norwegen kennen. Aber die werden natürlich gewechselt. Ja, Stromanschluss. Wir haben hier ein Fiat-Chassis. Ja, das Maxi-Chassis mit 4,4 Tonnen. Dazu die Maxi-Felgen und natürlich auch die serienmäßigen Allwetterbereifungen, damit man direkt auch im Winter schon losfahren kann und es kein Sommerfahrzeug ist. Ja, damit Winterfahrzeug deswegen auch, weil, wie man hier drin sehen kann, an der Heizung, der hat eine alte Heizung serienmäßig verbaut. Mhm. Sagt man natürlich, der Kofferraum ist ein bisschen klein. Man kann das Queensbett, es gibt auch ganz wenig aufpreispflichtige Sachen, auch höhenverstellbar bestellen. Mhm. Dann hat man natürlich die große Kofferraumklappe, die gewohnte von Solifer. Und das ist für die, die sagen, es reicht aus. Fahrradträger hinten ist auch serienmäßig, haben wir aber auch hier nicht montiert, weil der Platz ist ein bisschen klein. Ja, aber trotzdem viel Platz. Solifer, auch hier eine schöne Heckansicht. Kannst vielleicht noch mal was über die Assistenzsysteme erzählen? Wir haben hier eine Rückfahrkamera. Rückfahrkamera ist drin, Regensensor, Notbremsassistent. Also das kleine Assistenzsystempaket ist auch serienmäßig dabei. Ja. Dann gehen wir einmal hinein. Hier seht ihr auch noch Vanside. Ihr kooperiert mit diesem Anbieter und bietet ein Jahr Vanside, den Jahrespass, kostenlos. Serienmäßig im Solifer an. Genauso wie die serienmäßige Versicherung, die serienmäßigen Klappen hier für die Kühlschränke, damit es nicht auskühlt im Winter. Weil das sind zwar nur immer Sens, aber die Sens, die wachsen ja zusammen. Was man hier nicht sieht, ist, der hat auch eine Markise serienmäßig. Aber die ist hier, weil das ein 23er Modell ist, noch nicht inbegriffen. Aber wir haben uns entschieden, die 24er Modellreihe bekommt kompromisslos alles. Also das digitale Cockpit, die Ganzjahresreifen, den Backofen, ob man es haben möchte oder nicht. Stellplätze, Versicherung. Und wenn irgendjemandem noch was einfällt, was er noch gerne haben möchte, wir nehmen jetzt gerne auf. Aber ich denke, das ist schon sehr komplett, oder? Also das ist schon ein Komplettpaket. Hast du schon einmal das Datenblatt? Wir haben hier einen Endpreis von rund 110.000
1000 Euro mit Vollausstattung in Serie. Voll. Also voller geht's kaum. Voller ist der Flo nur am Wochenende. Dann gehen wir mal. Ja, auch hier nochmal das skandinavische Design. Schön offen, schön hell, aber auch kombiniert mit dunklen Akzenten. Also viel Liebe zum Detail, wirklich schick. Und wir haben hier ein Hubbett, ja. Oder? Also auch hier ein schönes Familienmobil, würde ich behaupten, oder? Ja, ja, das ist ein sehr schönes Familienmobil. Ja, und was man irgendwie auffällt, die Teilintegrierten haben bei uns immer Face-to-Face-Sitzgruppe. Mhm. Das hat den Vorteil, wir haben uns ja eben schon über die Haustiere unterhalten. Ich habe einen großen Schäferhund, also so einen mittelgroßen, eigentlich ist es ein belgischer Schäferhund. Aber trotzdem, wenn man hier durchgeht, hier Küche und dann zum Schlafzimmer oder ins Bad oder nach vorne, der muss ja auch immer seinen Platz finden. Und dann stören diese Ecken, weil dann gibt es so eine Verengung. Und das finde ich hier sehr bequem, weil der Hund auch immer beiseite gehen kann. Natürlich, wenn das Wetter schön ist, machen wir die Türen auf, dann sind wir alle draußen, sagt er jetzt logisch, aber es gibt ja auch Regentage. Und bei den Regentagen, ja, bei den Regentagen, da muss man halt drin sitzen und dann kann man halt hier den Tisch dann so formen, wie man es dann halt möchte, damit man dann halt auch frühstücken kann, beziehungsweise also der Hund auch noch unten drunter Platz finden kann. Komplett variabel, cool. Auch mal wegschieben, vorschieben. Also es gibt alles Vor- und Nachteile. Ich finde, eine Face-to-Face-Sitzgruppe bietet halt im Innenraum mehr Platz. Mhm. Haben wir hier ein Doppelboden? Oder wofür ist die Klappe? Die Klappe ist hier für den beheizten, um an den beheizten und eingepackten Abwassertank ranzukommen. Mhm. Der Boden ist hier extrem dick, aber hier in dem Bereich haben wir keinen. Und dort vorne sieht man auch, das sind die Heizkörper von der Aldeheizung und die Heizleitungen, die gehen natürlich durch den Boden nach hinten. Aus welchem Material ist der Boden hier? Fragst mal nach Materialien. Keine weiteren Materialien. Ja, du, hättest du mit Sven gedreht, der hätte, glaube ich, die gleiche Frage Nein, gestellt. Nein, der hätte mir die Antwort gegeben. Stimmt. Ja. Also Sven ist der Caravan-Experte schlechthin. Ob die Antwort dann richtig wäre, steht auf einem anderen Blatt. Aber zumindest gäbe es eine Antwort. Ja, aber lieber, aber die Außenhaut ist komplett GFK. Ja. Also auch Hagel, wie soll man sowas ausdrücken? Dass man da nicht, weil es gibt ja Hagelkörner, die sind so groß wie Bowlingkugeln. Ja. Da hält, glaube ich, sowieso nichts mehr. Aber so die kleinen Hagelkörner, die Beulen machen in Aluminium, die hat man auf jeden Fall hier abgewehrt. Ja. Mhm. Also das Hagelfest, das Dach, also für kleinere Hagelschäden gibt es da kein Problem. Aber natürlich, es gibt Hagelkörner mittlerweile, die sind gigantisch. Gut, dann. Da hilft auch das beste Wohnmobil nichts. Ja, Unwetter werden leider immer häufiger oder eben Trockenheit. Wir müssen uns halt an Extreme gewöhnen. Und du hast auch schon gesagt, dieses Fahrzeug ist auch nicht nur gut geeignet für kältere Regionen, sondern auch im Sommer hat man hier eine gute Isolierung. Genau, man hat eine gute Isolierung und man hat auch Rahmenfenster. Man hat auch eigentlich auch die Dunstabzugshaube, die serienmäßig ist. Aber wie schon erwähnt, das ist ein 23er Modell, weil der 24er ist noch nicht fertig geworden. Aber es ist alles drin, was hier auf diesem Teilchen hier drauf steht. Also das sind die Highlights. Darüber hinaus hat er natürlich noch jede Menge Ausstattung drin. Mhm. Wenn ich mir das Fahrzeug jetzt mal anschauen möchte, kann ich das bei euch vor Ort tun? Ja, ja, ich habe den da. Okay, natürlich. Wo seid ihr? Erzähl in Königswinter, bei Bonn. Ja, gut. Also am Rhein. Janosch berät euch gerne. Nenn noch mal eure Webseite. Das ist müllermotors.de. Müllermotors.de, da könnt ihr euch informieren. Auch hier haben wir Dometic Kühlschrank und Gefrierschrank. Genau. Und du hast auch gesagt, Backofen ist serienmäßig mit dabei. Darüber haben wir das Gewürzfach. Dann haben wir hier die Schublade von Hettig mit Küchentuchhalter. Das haben wir ja schon gelernt, mit extra starkem Boden. Ja, ja. Damit der verbiegt sich nicht wie ein IKEA-Möbel. Genau, weil wegen Feuchtigkeit oder sollte irgendwann mal was auslaufen oder sowas. Mhm. Man fährt ja mit so einem Fahrzeug, lässt man eine Wasserflasche drin oder so und dann ist er irgendwann mal leer. Der hat jetzt auch ein Hubbett. Man bekommt den natürlich auch ohne Hubbett, aber ich habe euch ja eben schon erzählt,
Ein Hubbett ist ja hier wundervoll zu nutzen als Stauraum, wenn man die Matratze und wenn man das Lattenrost rausnimmt. Und von, bei diesem Mittelhubbett hat man den Vorteil, da kann man sich da hinten hinstellen, von dort beladen und von hier beladen. Da fährt man hoch und alles ist dann schön verpackt. Doppelbeladung also möglich. Fernseher, Satellit ist natürlich auch serienmäßig. Hier ist die Steuerung von der Aldeheizung. Und wie man hier sehen kann, wird der Fernseher dann hier rausgezogen. Der ist jetzt nicht drin. Wir sind auf einer Messe und ein Fernseher geht leicht kaputt. Deswegen haben wir den hier nicht montiert. Ihr hättet da aus Pappmaché was reinmachen können. Ja, hatten wir aber nicht da. Okay, nächste Messe. Nächste Messe, wenn wir irgendwas ausschneiden, ja. Fernseher mit Standbild. Ja, dann gehen wir rüber in den Schlafbereich. Ja, hier hast du schon gesagt, wir haben ein Queens Bett. Ja, Kuh wie kuscheln. Und können dann auch das Bad dann schon direkt sehen. Man hat hier einen Spiegel, man hat auch hier eine TV-Vorbereitung drin. Und das ist so Wohnzimmer oder so schlafzimmermäßig mit den Fenstern. Es ist halt, ich finde es angenehmer wie jetzt die Einzelbetten, aber das ist ja auch eine Philosophiefrage, so wie ob drei Kochstellen oder nur zwei Kochstellen. Es gibt den aber auch mit Einzelbetten und ja. Ja, auch hier, wir sind in der Messehalle und sobald man hier die Türen verschließt, hört man von außen fast gar nichts, ne? Ja, es wird dann ruhiger, man hört hier noch das Knirschen vom Bett. Ja, das kommt aber weg, oder? Aber wir können hier mal, wenn du gerade mal aufstehst, gucken wir mal rein unter die Motorhaube. Da ist die Kopfstütze, habe ich da reingelegt. Auch hier hat man ja auch noch Staufach. Ja, genau, auch hier die Staufächer. Und ja, man kann hier noch ein paar Decken dazu tun oder irgendwas. Man hat ja also auch hier noch Möglichkeiten. Jetzt, wo ich die Kopfstütze sehe, wie viele Mitfahrer können hier? Bei dem sind es 4 insgesamt, also nicht Mitfahrer. Mitfahrer dann nur 3, also insgesamt 4 Personen. Wir haben die Möglichkeit in anderen bis zu 5, also auch in dem Finlandia, den wir eben gesehen haben, da kann man noch eine weitere Sitzposition dazu bestellen. Dann haben wir 5 Sitze. Ja, auch hier nochmal viele Schränke, die auch super easy aufgehen und nochmal super easy zu, also wirklich schön gemacht. Auch da nochmal diese Details, die indirekte Beleuchtung, das macht das wirklich richtig schick. Und Boxen sehe ich, haben wir auch direkt genau, im Schlafbereich. Ja, das läuft über das Radio vorne. Dann haben wir noch so eine Ablage fürs Handy, dazu den passenden USB. Ja, es verrutscht nicht, ne? Also man kann hier so Kleinkram reintun, also wenn man jetzt so Ohrringe hat oder irgendwas, das kann man da reinschmeißen. Und wenn man bremst und fährt, das wird nicht verrutschen, aber andere Sachen, so eine Halskette oder so, kann dann leicht runterfallen. Ja, und dann liegt sie irgendwo, man vermisst sie, ich habe schon so viel verloren, deswegen. So, Badezimmer gibt es natürlich auch. Vielleicht da noch einmal kurz zeigen. Mit Spiegel, du hast schon gesagt, das ist auch ein wichtiger Faktor beim Kauf. Ein großer Spiegel. Und den haben wir hier. Also auch ein Ganzkörperspiegel, damit man auch checken kann, wie das Outfit denn sitzt. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Da ist nochmal der Jacken- und Handtuchhalter. Finde ich auch wichtig, weil es gibt ja mal schlecht Wetter. Da muss man die feuchten Sachen irgendwo hin tun und die Dusche ist dann, glaube ich, der geeignetste Ort im Wohnmobil. Genau, also hier steht noch, Solarpaneele sind auch mit dabei. Zeigt noch einmal die Ausstattung, also Top-Ausstattung für einen Preis von rund 110.000 Euro. Genau, und allein eine Aldeheizung kostet normalerweise bei vielen Herstellern schon 6.000 Euro Aufpreis. Mhm. Man sagt ja auch einmal Alde, immer Alde. Das liegt aber daran, dass also alle, die Alde haben, sagen, da kommt nichts mehr anderes. Und die anderen sagen, der andere wird auch warm. Aber ja, aber es ist nicht dieselbe Wärme. Mhm. Ja, hier ist noch die Schaltzentrale, das heißt, da kann man... Ja, da kann man nochmal die, wie erstmal, Abwasser und die Wasserpumpe anschalten. Man sieht, ob man Außenstrom dran hat oder ob der am Laden ist. Ja, Solifa. Hier seht ihr auch nochmal die verschiedenen Modelle, die es gibt. Grundrisse sind da alle
Das ist Emotion, das sind die Teilintegrierten, und der Finlandia, das sind unsere Vollintegrierten. Mhm. Hier haben wir den Emotion T740 QDB für rund 110.000 Euro. Ja, wenn euch das Fahrzeug gefallen hat, dann gebt dem Video doch ein Like oder besucht den guten Janosch in Königswinter. Ja, oder eben einen anderen Händler, wenn ihr euch das Ganze mal live anschauen wollt, dann ist das auf Messen möglich oder eben bei dem Händler eurer Wahl. Ja, danke fürs Einschalten und bis bald.